Das Social-Media-Team der Berliner Polizei. Informieren, Hysterie bremsen. Dieser Tage eine Belastungsprobe. Man blickt da sehr schwer durch und wie gesagt, mittlerweile sind es fast 3000 oder mehr als 3000 Kommentare und das hört auch nicht auf. Das geht seit gestern, geht das munter weiter. Nur zu diesem Fall. Genau. Der Auslöser? Ein Bericht im staatlichen ersten Kanal Russlands. Ein Reporter berichtet von der Entführung eines 13-jährigen Mädchens in Berlin. 30 Stunden war sie vermisst, verschleppt von Ausländern und vergewaltigt, berichtet die Tante. Es waren drei Personen. Welche von den Flüchtlingen? Berlin-Marzahn. Hier lebt die Familie des Mädchens. Ausländer vergehen sich an einer Schülerin. Eine Geschichte wie gemacht für Nationalisten. Die NPD demonstriert und stellt die Cousine des Mädchens vor. Das Mädchen wurde wirklich vergewaltigt von drei Männern. Die haben kaum Deutsch gesprochen. Also es handelt sich definitiv um ausländische Bürger mit südländischem Aussehen. Sie haben sie über 30 Stunden lang festgehalten und jeder Einzelne hat sie mehrmals vergewaltigt. Die Polizei aber dementiert, das Mädchen sei entgegen vieler Berichterstattungen und Gerüchten in sozialen Netzwerken kein Opfer von Entführern gewesen und wurde auch nicht vergewaltigt. Der Bericht aus Russland, er befeuert die Debatte. Russen in Marzahn aufgebracht. Mich berührt das wirklich sehr stark. Gewalt erfordert Gegengewalt, nichts anderes. Die Redaktion der BZ, Schwesterblatt von Bild und meistverkauft in der Hauptstadt. Sie setzt gleich mehrere Reporter auf die Geschichte an, trotz des klaren Dementi der Polizei. Die sozialen Netzwerke sind voll von Videos und von Diskussionen darum. Und ich glaube schon, dass es die Pflicht ist und auch unsere Pflicht ist, solche Geschichten aufzuklären und zwar sauber aufzuklären. Die Boulevardjournalisten der BZ, getrieben nicht zuletzt durch das russische Fernsehen, haben sie tagelang beide Versionen geprüft, die der Familie und die der Polizei. Die Sachlage? Für uns insoweit klar, als dass ein Mädchen vermisst wurde und wieder aufgetaucht ist. Die Umstände dieses Verschwindens sind aus heutiger Sicht überhaupt gar nicht klar. Es gibt diese Gerüchte im Internet. Die Polizei sagt aber ganz klar, dass es keine Entführung war und keine Vergewaltigung. Das sind die Fakten, die es momentan gibt. Hier in dieser Ecke Marzahns aber hat die Familie die Deutungshoheit und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Als sie ihre Aussage nochmals bei der Polizei abgeben sollte, wurde sie 3 Stunden lang alleine verhört. Ein minderjähriges Mädchen wurde 3 Stunden alleine verhört. Sie wurde ausgelacht und ihr wurde gesagt, nicht geglaubt wird, dass sie lügt und dass sie das selber wollte. Nach 3 Stunden ist sie einfach zusammengebrochen und hat einfach behauptet, dass es so stimmt, wie die Polizei es gern hätte. Die Beamten wollen das nicht auf sich sitzen lassen. Sie stecken aber in einem Dilemma. Die Vorwürfe gegen sie sind heftig, dagegenhalten aber mit mehr Details unmöglich. Na, wir haben in diesem Fall, gerade in diesem speziellen Fall, die Situation, dass wir uns an den Schutz dieses Mädchens halten. Wir achten die Persönlichkeitsrechte und daher sind wir in unseren Ausführungen auch eingeengt. Es ist leider so, dass da sich nicht jeder dran hält. Das Ganze wird ausgeschlachtet. Im Netz, aber bisher nicht vom Boulevard. Denn im Moment steht Aussage gegen Aussage. Auch die Journalisten wägen ab. Natürlich weiter kritisch auch hinterfragen, was ist da möglicherweise passiert. Und dann natürlich aber auch den Schutz des Mädchens im Hinterkopf haben, denn es geht hier um ein 13-jähriges Mädchen. Ein Beitrag im russischen Staatsfernsehen. Und weder die deutsche Polizei noch deutsche Journalisten dringen durch in einer Parallelwelt, die von Misstrauen geprägt ist und von Unwissenheit. Das sind die deutschen Gesetze, die so etwas verbieten, das zu ermitteln. Vor allem, wenn es um Flüchtlinge geht. Wenn wir ein Verbrechen begehen, dann wird ganz schnell gehandelt und eingesperrt. Für Immigranten gibt es ganz andere Gesetze hier. Die deutschen Massenmedien haben nicht mal darüber berichtet, was in Köln passiert ist. Die merken sowieso nichts. Nur die russischen Medien berichten also die Wahrheit? Ob Wahrheit oder nicht, ich glaube die Geschichte.